Jo Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Special-Video. Ich möchte euch heute ein bisschen über die Funville 1.0 Map mitnehmen und dabei sagen, wann Funville 2.0 veröffentlicht wird. Ja, es ist endlich soweit, wir haben einen Termin festgelegt und der ist gar nicht mehr so weit weg. Also, ich würde sagen, ich fliege jetzt bzw. laufe nochmal ein bisschen über die Funville 1.0 Map. Ich habe vorhin versucht, hier ein bisschen aufzunehmen und mir scheint der Ort auf Funville 1.0 aufzunehmen auf jeden Fall als der sinnigste. Und ich möchte jetzt ungern auf einen anderen Server gehen und dann erzählen, wann Funville 2.0 online kommt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich spiele hier ein bisschen Hunger Games. Nur leider hat das nicht funktioniert, weil ich sofort umgeklatscht wurde von drei Leuten. Deswegen habe ich mir überlegt, ich laufe jetzt einfach mal hier ein bisschen rum. Für die Leute, die die Map eventuell noch gar nicht kennen, zeige ich erstmal, was hier so Sache ist. Und erzähle so ein bisschen, was ist überhaupt mit Funville passiert und wann wird Funville released. So, ich würde sagen, das, was alle am meisten interessiert, erzähle ich nicht am Ende wie manch andere, sondern ich erzähle es direkt am Anfang. Und zwar wird Funville 2.0 am Freitag, also diesen Freitag, am 31. ja, um 20 Uhr veröffentlicht. Ich werde jetzt am Freitag einen Hero-Livestream machen und werde dann um 20 Uhr, also beziehungsweise ich denke, ich werde so um 18 Uhr, beziehungsweise vielleicht auch um 19 Uhr anfangen, das weiß ich noch nicht genau, das muss ich gucken. Dazu werde ich aber noch ein extra Ankündigungsvideo machen, wann ich den Hero-Livestream mache. Und dann werde ich anschließend, beziehungsweise vielleicht eine Stunde spielen Hero, dann werde ich auf jeden Fall um Punkt 20 Uhr den Livestream umschwenken zur Eröffnung von Funville 2.0. Und dann werdet ihr das, was jetzt gerade hier so zu sehen ist, in dieser Form definitiv nicht mehr wiederfinden. Also für alle Leute, die sagen, oh nein, ich wollte mir auf der Funville 1.0 Map noch irgendwas angucken oder noch irgendwas machen, dann ist jetzt eure Chance. Funville.eu, guckt euch das gerne noch an. Für alle Leute, die sagen, die wollen jetzt schon zocken und die kannten den Server noch gar nicht, chillt erstmal bis Freitag, weil der Server läuft, wie gesagt, momentan echt buggy. Man muss dazu sagen, und das werde ich jetzt gleich mal erzählen, was überhaupt die Geschichte von Funville ist, wie wir überhaupt hier hingekommen sind. Vor allen Dingen, weil Funville vor, ich glaube, ja, vorgestern, ein Jahr alt geworden ist. Also ist echt witzig, dass das jetzt alles so hintereinander kommt. Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass am Freitag, und das ist eigentlich das Event, wo wir alle vom Funville-Team so lange drauf hingearbeitet haben, es ist so, dass wir am Freitag halt um 20 Uhr veröffentlichen. Da wird es so sein, dass der alte Server runtergefahren wird und die neuen Server alle hochgefahren werden und dann geht es halt richtig, richtig rund. Und dann darf es nicht mehr laggen, dann kommen ganz viele neue Sachen dazu. Die Map hat sich, also ihr werdet es sehen, ich möchte gar nicht zu viel verraten, aber es sind wirklich richtig viele coole Sachen gekommen. Ich habe selten eine Map so geil gefunden. Und vor allen Dingen einen Server so geil gefunden wie den Funville-Server. Ich muss dazu sagen, unser Bauteam, ich habe relativ wenig mitgebaut. Unser Bauteam hat das größtenteils alles gebaut. Und es ist einfach Wahnsinn, was das Bauteam hier geleistet hat bei Funville 2.0. Aber bevor ich jetzt hier zu lange in ein Thema rein schweife, wo ich gar nicht hin möchte, noch nicht, weil ich jetzt am Freitag alles so ein bisschen erzählen werde, wie alles sich entwickelt hat bei Funville 2.0, wer was gemacht hat und wie alles weitergeht. Entschuldigung, mein Husten ist noch nicht ganz auskuriert. Ich versuche jetzt einfach mal hier so ein bisschen rumzulatschen. Und gerade irgendwie klappt das nicht so ganz, was ich vorhabe. Ihr merkt, es laggt auch ein bisschen zwischendurch. Das liegt, wie gesagt, am alten Server. Aber jetzt möchte ich erstmal erzählen, für die Leute, die sich jetzt die ganze Zeit fragen, warum hat das überhaupt so motherfucking lange gedauert mit Funville 2.0? Es ist so. Wir haben, wir haben halt damals, dazu muss man erstmal ganz am Anfang gehen, aber das geht relativ schnell. Wir haben damals Funville 1.0 gegründet, da haben wir alle, also Pocktop Media, Pixel Architect, Ike Zockt, Riol, und die ganzen YouTube-Kanäle, die da mit drin stecken, unter anderem auch, halt auch meiner, wir haben halt damals den Server gegründet und haben halt gesagt, wir machen einen Server mieten wir, ja, mit 64 GB RAM und gehen hin und spielen dann Minecraft-Server drauf. Und wir haben uns gefreut, zu dem Zeitpunkt, wo wir super klein waren, dass wir überhaupt mal 200 Leute auf den Server bekommen haben und haben uns dann gedacht, okay, cool, das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Server und das wird richtig lustig. Und dann irgendwann sind halt unsere YouTube-Kanäle richtig krass gewachsen. Porkchop Media hat jetzt über 100.000 Abonnenten, mein Kanal hat jetzt fast 150.000 Abonnenten. Riol hat ja jetzt, glaube ich, auch fast 70.000 Abonnenten. Und so geht es halt immer weiter. Und die Sache ist halt die, mit den Zuschauern bei YouTube sind natürlich dann auch die Zuschauerzahlen
beziehungsweise die Spielerzahlen hier auf dem Server gestiegen. Und irgendwann hat der Server angefangen zu laggen. Dann haben wir uns insgesamt drei Server geholt, aber das ganze System, was wir halt entwickelt haben, beziehungsweise was der CAD zum großen Teil programmiert hat, war überhaupt gar nicht auf diese Massen ausgelegt, ja. Das heißt, wir haben irgendwann diesen Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt hin und programmieren Funwheel neu. So, und an dem Punkt haben wir dann erstmal einen Stopp gemacht und sind dann im Endeffekt hingegangen und haben uns mit einem englischen Server zusammengetan. Den Namen möchte ich jetzt nicht nennen. Warum erzähle ich euch jetzt? Wir haben uns mit dem zusammengetan und wollten mit dem Funwheel 2.0 richtig groß aufziehen, so dass der Server und unser Server verknüpft sind mit Portalen, die man betreten kann, wo man zum anderen Server hingehen kann und so. Und im Endeffekt ist es dann so gewesen, dass der Server dann total angefangen hat, also der Serverinhaber hat dann total angefangen rumzuspinnen und hat dann hat uns vorgeworfen, dass wir den Sachen geklaut hätten, obwohl wir bis dato noch überhaupt nichts programmiert haben. Also wir haben überhaupt nichts gemacht und das war uns alles nicht ganz koscher, was da abgelaufen ist. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir lassen es doch lieber sein. Wir wollen mit der Geschichte nichts zu tun haben, das ist uns zu heiß, und haben dann einfach alleine alles programmiert. Deswegen hat es erstmal bis dahin ziemlich lange gedauert. Und da wussten wir schon, dass Funwheel 2.0 veröffentlicht wird. Da haben wir schon mal das erste Mal, die ersten paar Male davon gesprochen, dass wir Funwheel 2.0 releasen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie lange wird es ungefähr dauern? Und dann haben wir angefangen zu programmieren. Und CAD ist dann sehr, sehr optimistisch gewesen und hat auch zu Recht gesagt, dass es nicht so lange dauern wird. Ungefähr einen Monat oder so. Und dann haben wir uns dran gesetzt, haben den Trailer gemacht. Und drei Wochen, bevor wir eigentlich veröffentlichen wollten, haben wir dann den Trailer rausgehauen zu Funwheel 2.0. Was jetzt wirklich 3 Monate her ist, das muss man sich mal vorstellen. Im Endeffekt ist es jetzt so gelaufen, dass wir leider Gottes dann Probleme mit unserem Serverlieferanten hatten, also mit dem ersten, ja. Dann haben wir uns von dem komplett getrennt, haben dann also nicht Probleme mit, wo wir jetzt Streit mit denen hatten, sondern der konnte das, was wir wollten, nicht liefern. Also wir sind jetzt von 3 mehr oder weniger kleinen Servern auf insgesamt 10 Server hochgegangen. Also wir haben 7 neue bestellt, haben 3 alte und werden in Zukunft auch noch neue bestellen. Und da spreche ich nicht von irgendwelchen Minecraft-Servern, die man mal eben kurz bei irgendeinem Serverhost dafür 4 Euro mieten kann, sondern das sind Server, die wirklich ich sag jetzt mal, von 32 GB bis 128 GB hochgehen, RAM und halt, das sind echte Biester, das ist echt richtig genial. Ich könnte euch jetzt hier Details erzählen ohne Ende, aber das ist vielleicht dem einen oder anderen interessiert, den einen oder anderen nicht. Auf jeden Fall ist es dann so gewesen, wir haben dann Probleme mit dem gehabt und haben dann den Serverlieferanten gewechselt, sind dann zu einem großen deutschen Anbieter gegangen, der uns dann immer wieder gesagt hat, ja, die Server kommen bald, aber es sind nie Server gekommen. Wir haben also vor Weihnachten, wollten am 1. Dezember den Server veröffentlichen, am 1. Dezember. Und das hat nicht funktioniert, weil die Server nicht da waren. Wir hatten Funwheel schon fertig programmiert. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir gehen hin und wechseln den Serveranbieter. Haben erstmal noch einen Monat gewartet, ob die Server da sind. Und in der Zeit haben wir immer weiter programmiert. Wir haben immer mehr programmiert. Also uns sind immer neue Ideen gekommen. Was können wir machen? Und dann haben wir das alles weiter programmiert und weiter ausgebaut. Haben super viele neue Sachen eingebaut. 2 neue Spielmodis mal eben so programmiert. Also das hat Early Boy gemacht vom Funwheel Team mit CAD zusammen. Haben uns in der Zeit noch einen neuen Programmierer geholt. Und so ging das halt die ganze Zeit weiter. Und ich muss echt sagen, ich bin da an der Stelle auch mega stolz und froh, das Funwheel-Team überhaupt zu haben, weil einfach so viele Sachen, da wurde wirklich geredet, so, wir müssen das und das machen, jo, alles klar, da hat keiner rumgemeckert, kein Problem. Wir haben wirklich alle an einem Strang mehr oder weniger gezogen und klar gab es mal immer ein paar Diskussionen, was ja auch richtig ist, aber im Großen und Ganzen haben wir immer alle an einem Strang gezogen und sind dann auch hingegangen, das ist jetzt gerade ein bisschen laut, fällt mir auf, sind dann auch hingegangen und haben dann alles so weit entwickelt, dass wir wirklich sagen konnten, es wird eigentlich immer geiler und es wird immer besser, die Maps wurden besser, wir haben uns so viele Gedanken gemacht, wie wir vor allen Dingen, weil wir halt gucken müssen, dass wir die Server bezahlen, haben wir uns wirklich viele Gedanken gemacht, wie wir das alles machen können. Und es gab wirklich so oft Situationen, wo wir gesagt haben, nee, das, egal wie viel Aufwand das ist, das werden wir nicht machen. Also wir werden kein Pay-to-Win-Server. Und da haben wir uns auch so viele Gedanken drüber gemacht, dass wir kein Pay-to-Win-Server werden. Und ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Also das könnt ihr aber natürlich am Freitag dann auch selbst entscheiden, wie das Ganze wird. Was auf jeden Fall richtig cool ist, dass dieses alte Funwheel
so wie ihr es kennt, mit dem Freizeitpark etc., das bleibt bestehen. Also es wird nicht so sein wie bei Hive, dass da einfach nur eine stinkige Lobby ist oder so, dass man da irgendwie nichts machen kann auf der Lobby, sondern nur die Game-Modis, sondern bei uns, die Lobby ist schon im Grunde eine Spielwelt für sich. Und das ist wirklich richtig cool und das ist auch so geblieben. Und das könnt ihr euch dann aber am Freitag auch selber angucken. Ja, und als wir dann gemerkt haben, dass wir mit dem Server... Oh nein, das ist eine Falle. Die... viele Fallen eingebaut. So eine verdammte Scheiße. Das ist eine Falle. Och, das ist doch kacke. Jetzt bin ich in der Falle gefangen. Das ist ja blöd. In so einem Video jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Wie ich die Falle gar nicht kenne. Okay, man muss dazu sagen, dass ich diese Map... glaube ich, erst dreimal gespielt habe oder so. Okay, ganz kurz zum Abschluss noch. Wir sind dann auf jeden Fall hingegangen und haben, das war jetzt die beste Runde meines Lebens hier, sind dann hingegangen und haben dann einen neuen Server-Hoster gefunden. Und zwar, das werde ich jetzt mal sagen, OVH, für den einen oder anderen, der den kennt. Das ist ein sehr, sehr großer Server-Hoster, der international auch sehr, sehr groß ist. Das ist eigentlich niemand, der für Spiele-Server irgendwas anbietet, sondern halt wirklich für die Industrie mehr oder weniger. Und mit denen haben wir sehr, sehr lange Gespräche gehabt und sehr, sehr gute Gespräche gehabt und bei denen haben wir wirklich ein Rundumpaket mit den hammergeilsten Servern überhaupt und das Geile dabei ist, wir haben eine DDoS Protection, das heißt, es wird auf gar keinen Fall mehr bei Livestreams dazu kommen, dass halt gedDoS wird und für die Leute, die das jetzt nicht wissen, guckt einfach mal bei Google oder so, gibt mal einfach mal DDoS an, das ist relativ leicht, also DDoS, gibt das einfach mal ein und dann werdet ihr relativ schnell verstehen, was das ist und das wird nie wieder vorkommen, das heißt, es wird eigentlich, wenn von der Programmierseite nichts, keine Probleme auftreten, was eventuell in den ersten Tagen sein kann, dann wird es keine Lags mehr geben auf Funwheel und das ist natürlich richtig, richtig geil. Und ja, jetzt haben wir die Server bekommen, vor einer Woche genau. Und ja, jetzt haben wir alles so weit fertig programmiert, dass wir alles hochgeladen haben. Wir haben die Bugs getestet und jetzt ist es soweit. Am Freitag um 20 Uhr wird released. Und jetzt habe ich, denke ich mal, und hoffe ich mal, dass ich ganz, ganz viele Fragen und ganz viele wartende Leute befriedigen konnte, mehr oder weniger, dass ich die Antworten geben konnte, die ihr gesucht habt, weil es gab ganz oft die Frage, was ist mit Funwheel 2.0, warum dauert es so lange, etc. Und für die Leute, die jetzt gesagt haben, mein Gott, was für ein langweiliges Video, tut mir leid, aber ich habe mich in der Pflicht gefühlt, das jetzt einfach mal alles zu erklären, was überhaupt Sache war. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet oder so, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und nächste Tage werde ich noch die Homepage von Funwheel 2.0 veröffentlichen. Die ist nämlich auch neu gemacht worden. Die wird auch noch nächste Tage öffentlich und da könnt ihr euch dann für etwas registrieren. Mal gucken, was es ist. Ihr könnt ja schon mal spekulieren, schreibt es in die Kommentare und dann würde ich sagen, auf jeden Fall, was auch noch ziemlich cool wäre, wenn ihr auf die Funwheel Facebook-Seite geht und da einfach mal auf Like drückt. Da gibt es ganz oft Rabattaktionen in Zukunft und ganz oft Events, wo ihr was gewinnen könnt. Also auf jeden Fall auf die Facebook-Seite gehen und da einfach mal Like drücken. Kostet ja nichts. Ihr kriegt sowieso nur coole Nachrichten, weil wir da eigentlich immer nur was posten, wenn irgendwas passiert. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Sagt alle mal Tschüss. Sagt alle mal Ciao. So, und dann können wir hier mit allem Mann das Video verabschieden. Okay, alle sagen Hi. So, ganz viele sagen Ciao und ich hoffe, dass alle Leute hier nochmal das Video sehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder, hoffentlich auf Funwheel 2.0. Also im nächsten Video auf Funwheel und dann würde ich sagen, haut da rein. Ciao.